Sehr geehrte Damen und Herren, mit Matthias Holz haben wir die gegenwärtig wichtigsten Trend- und Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum beim TÜV Austria zu Gast. Eine Veranstaltung, auf die ich mich schon sehr gefreut habe, aber leider ein berufliches Engagement in der Türkei macht es mir im letzten Moment unmöglich, heute Abend bei Ihnen zu sein. Umso mehr bin ich froh, dass der Vortrag von Matthias Holz heute aufgezeichnet wird und nicht nur ich, sondern viele Interessierte seine Trendthesen über unsere Online-Plattform mitverfolgen können. Für heute wünsche ich Ihnen einen schönen, spannenden und visionären Abend zum Thema Technik in der Zukunft und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie dürfen applaudieren, natürlich, bitte. Das hat er ganz großartig gemacht, Herr Dr. Haas. Ja, auch von mir herzlich willkommen zum TÜV-Forum zum Thema Zukunft und Sicherheit, Technik und Zukunft. In diesem wunderschönen Ambiente im Palais Eschenbach, da kann man schon einen wunderbaren Abend verbringen. Schön, dass Sie ihn mit uns an diesem Donnerstagabend verbringen. Mein Name ist Cornelia Kreuter und ich darf Sie durch diesen Abend führen. Gleich beschäftigen wir uns, was uns in der Zukunft alles erwartet. Doch vorher darf ich Ihnen noch jemanden vorstellen, und zwar den Präsidenten des österreichischen Gewerbevereins, den darf ich jetzt auf die Bühne bitten, Andreas Knester. Auch hier bitte einen Applaus. Sehr sportlicher Auftritt. Sehr sportlich. Machen Sie Sport? Ja, selbstverständlich. Ja. Deswegen sind Sie gleich auf die Bühne gesprungen. Quasi der Aufstieg für alle anderen, die dann auf die Bühne kommen, ist bitte hier, da gibt es auch Stiegen, ja, also für alle, die es nicht so fit haben. So, Herr Knester, ich möchte von Ihnen wissen, was denn der österreichische Gewerbeverein mit dem TÜV gemeinsam hat. Na, ich glaube, das sind einige Dinge, die wir gemeinsam haben. Da ist einmal Tradition. Der österreichische Gewerbeverein ist 176 Jahre alt. Der TÜV blickt auch auf eine große Tradition zurück. Okay. Da ist Unternehmertum, da ist die Schnittstelle Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Und da ist natürlich Sicherheit als ein ganz wesentlicher Aspekt der unternehmerischen Nachhaltigkeit. Ja, heute geht es um Zukunft. In welchem Kontext steht denn die Zukunft mit dem Unternehmertum? Naja, ich glaube, als Unternehmer muss man Zukunft voraussehen können. Der erfolgreiche Unternehmer kann Zukunft antizipieren. Ich bezeichne ihn auch gerne als Historiker der Zukunft. Und deswegen freue ich mich heute wahnsinnig auf die Megatrends von Herrn Horx. Auf die bin ich auch schon sehr gespannt. Vielen lieben Dank. Sie dürfen auch über die Treppe. Einen großen Applaus nochmal, das hat er hervorragend gemacht. Schön kurz und knapp. So haben wir es gern. Wirklich gut gemacht. Brauchen wir uns noch einen Applaus? Nein, reicht. Gut, alles klar. Soll ich nochmal kommen? Nein, passt schon. Wir machen jetzt einfach weiter. Meine lieben Damen und Herren, ich werde Sie nicht lange auf die Folter spannen, aber eins muss ich Ihnen erzählen, wie ich ein Vorgespräch hatte mit Herrn Horx, was mich besonders begeistert hat oder was ich extrem cool gefunden habe, wenn man so salopp sagen darf. Er hat mit 6 Jahren schon die Begeisterung für die Zukunft entwickelt. Da hat sich quasi seine Leidenschaft entfacht oder da wurde seine Leidenschaft entfacht. Und was der Auslöser war, das soll er uns am besten gleich selbst erzählen. Er ist ein super Redner, ein toller Typ, wenn man das auch so salopp sagen darf. Und ich darf ihn jetzt auf die Bühne bitten. Wenn Sie es fit wollen, dann direkt oder einfach über die Treppe. Das wird schon gehen. Na, Wahnsinn! Ja. So viele fitte Menschen hier, großartig. Herr Horx, jetzt habe ich es schon angekündigt, mit 6 Jahren haben Sie schon sehr viel über die Zukunft nachgedacht. Wie kommt das, dass so ein kleiner Knirps so über die Zukunft schon nachdenkt? Also ich erinnere mich, es gab damals in Deutschland, ich bin in Frankfurt aufgewachsen, gab es die Birkelnudel-Zukunftsbilder. Und ich glaube, ja, das waren so Bilder zum Sammeln, wo eben alles, was über Zukunft handelte, also Atomautos, die durch die Luft schwebten, Pillennahrung, okay, all diese wunderbaren Dinge waren darauf abgebildet. Und ich glaube, unsere Familie hat so viel Nudeln gegessen ohne Ende, ja, weil ich das gesammelt habe. Und dann war ich 9 Jahre alt und es war die erste Mondlandung. Und das prägt einen Jungen in der Zeit, prägt das. Und ich habe mich dann später immer gefragt, warum kommt das alles nicht, die ganzen schönen Atomautos und die Pillennahrung und das Leben auf Raumstationen? Das war dann auch so ein Teil dann, des Berufes. Ich bin dann Journalist geworden, war lange Jahre bei der Zeit, habe da auch immer Trendthemen gemacht. Also die Frage der gesellschaftlichen Veränderung hat mich dann sehr interessiert.
Und so ist es zu einem Beruf geworden, den es natürlich eigentlich nicht gibt. Ja, aber Sie wissen ja, wie das ist mit den Berufen. Was ist ein Moderator oder eine Moderatorin? Ist auch nicht leicht zu erklären, nicht? Das ist, soll ich es erklären? Oder? Na, ja, können Sie, ja, wenn Sie das ja wollen. Also ich bin auch reingerutscht. Ja, also was ein Zukunftsforscher ist, erkläre ich dann später. Sehr gern. Was hat Sie denn ganz besonders fasziniert? Ich meine, das ist ja, okay, Zukunft interessiert einen, Zukunft kann begeistern, vor allem die Ideen, die es damals gegeben hat. Aber was war so der ausschlaggebende Punkt, wo Sie gesagt haben, das mache ich jetzt zum Beruf? Oder kann man das gar nicht in Worte fassen? Naja, es war die Zeit, in der ich aufgewachsen bin, war geprägt von einer Idee von Zukunft als eine lineare Fortsetzung des Kommenden. Also wenn die Autos heute 100 fahren, fahren sie morgen 1000. Ja? Und wenn wir jetzt mit dem Flugzeug fliegen, fliegen wir garantiert alle später in Überschallflugzeugen. Und dann kamen die 70er Jahre und das war ja ein extremer Bruch. Damals hat ja der Club of Rome einen Riesenbestseller veröffentlicht, der dazu geführt hat, dass die Menschen sagten, oh, Fortschritt ist schlecht und wir müssen Angst vor der Zukunft haben. Und das ist eigentlich eine Stimmung, die heute immer noch so gegeneinander spielt, auch in unseren heutigen gesellschaftlichen Diskussionen. Angst vor der Technik, Angst vor der Zukunft und aber auch das Bedürfnis, sich das vorstellen zu können. Und aus dieser Spannung beziehe ich eigentlich ja das, was meine geistige oder denkerische Arbeit ist. Die mache ich ja nicht alleine. Ich habe inzwischen eine Firma aufgebaut, das Zukunftsinstitut. Ein großer Sitz ist hier in Wien, Hauptsitz ist in Frankfurt. Wir sind 35 Personen, also da gibt es schon auch Bedarf und Interesse. Und was wir versuchen, ist eben den Unternehmen das zu zeigen, was sie noch nicht wissen. Also das, was es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, die haben einen Zukunftsplan. Ja, das ist manchmal so ein bisschen wie im Kommunismus, es gibt 5-Jahrespläne. Aber wir versuchen eben das zu rütteln oder zu zeigen, was man vielleicht nicht so auf dem Radar hat. Das ist unsere Aufgabe. Da sind wir auch schon mitten im Thema über eine kleine Anekdote, die er mir erzählt hat am Telefon vorweg, sprechen wir später. Ich möchte jetzt nicht mehr länger auf die Folter spannen, es ist ein wirklich großartiges Thema. Ich bin auch schon sehr gespannt, was da jetzt kommen wird. Deswegen Bühne frei, Herr Horks, viel Spaß beim Vortrag und Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Fachvorträge sind langweilig, oder? Also jetzt einen Vortrag zu halten über Sicherheit und dabei den TÜV zu loben, das ist sicher die einfachste Übung. Mache ich auch immer wieder zwischendurch. Aber ich glaube, wir sollten versuchen, gemeinsam eine andere Schleife zu drehen. Und zwar den Begriff der Sicherheit von anderen Winkeln, von anderen Blickwinkeln her zu betrachten, als man es normalerweise tut. Zunächst ist das ja immer ein ganz einfacher Begriff. Sicherheit ist technisch erlösbar. Qualität ist ein Begriff, den man verbindet mit Begriffen wie zertifizieren, normieren, die Standards setzen. All das ist eine lange Geschichte, die in der Technikkultur ihren Platz hat. Wir haben für die Basics mit dem Zukunftsinstitut zwei Studien gemacht in den letzten Monaten. Die Zukunft der Sicherheit und die Zukunft der Qualität, die können Sie dort draußen auch sehen. Sie werden auch einige von den Ergebnissen und auch von den Charts in meinem Vortrag jetzt sehen. Aber ich möchte gerne versuchen, nochmal so etwas wie eine Raumschiffposition einzunehmen zu diesem Thema Sicherheit. Und zwar auch eben in der Frage, wie denken, wie fühlen Menschen, wie fühlt unsere Gesellschaft über das Thema Sicherheit? Denn ich glaube, dass eine der wichtigsten Fragestellungen, die wir in der Zukunftsforschung haben, ist, wie können wir das Verhältnis von Gesellschaft und Technologie anders ausleuchten? Es gibt viele begnadete Techniker, die sehr technisch denken. Es gibt viele Gesellschaftskritiker und Gesellschaftswissenschaftler. Und dazwischen gibt es keine Brücke. Und diese Brücke möchte ich ein bisschen versuchen, mit Ihnen zu bauen und zu betreten. Und da möchte ich quasi in der Basis einmal anfangen und Sie mal fragen, was glauben Sie eigentlich, was kann ein Zukunfts- und Trendforscher voraussagen, was kann man überhaupt voraussagen, was würden Sie sagen von diesen 7 Faktoren, was lässt sich prognostizieren? Ja, was würden Sie vermuten, was lässt sich am leichtesten von diesen Dingen voraussagen? Hat jemand eine Meinung? Das Wetter in 4 Wochen, das ist aber mutig. Ja. Die Weltbevölkerung, ja.
Ja, Ausgang von Krisen und Kriegen ist nicht ganz so leicht. Es geht auch. Zu all diesen Dingen können wir heute als Systemiker, wir sind ja Wissenschaftler, die in einem Dreieck zwischen Spieltheorie, Evolutionstheorie und Systemtheorie unterwegs sind, können wir bestimmte Aussagen machen. Und ich nehme mal die unwahrscheinlichste heraus. Ja, das wollen Sie vielleicht gar nicht wissen. Persönliches Todesdatum können wir auch machen. Brauchen wir aber ein bisschen Untersuchungsmaterial. Kommender Fußballweltmeister wollen Sie auch nicht wirklich wissen. Geht zwar ganz gut, aber wäre schade, wenn man es wüsste, oder? Aber interessant wäre doch mal die Dauer Ihrer Ehe. Und da gibt es Spezialisten dafür, dieses Ehepaar, John Gottman und Judy Schwarz-Gottman in Amerika, die machen seit ungefähr 25 Jahren Eheprognostik. Und dort können Sie hingehen, wenn Sie das wollen, als Paar, verheiratet oder unverheiratet, können Sie sich in ein Wohnzimmer, ein ganz normales Wohnzimmer sitzen, auf ein Sofa und einfach eine halbe Stunde werden Sie gefragt, ob Sie über Ihren Hund oder über die Kinder oder über den Urlaub oder was auch immer sprechen möchten. Teilnehmende Beobachtung heißt das. Sie werden dabei von 3 Kameras aufgenommen und von 3 Mikrofonen und dann wertet dieses Psychologen-Ehepaar die emotionalen Transaktionen zwischen ihnen aus. Und zwar nach ungefähr 40 Kategorien. Ich habe Ihnen hier mal 20 mitgebracht, wird sekundengenau gemessen, was zwischen den beiden Menschen dort passiert. Contempt ist der negativste Wert und das ist eine Emotion, die Sie nicht verbergen können, weil wenn Sie jemanden verachten, kennen Sie das, dann ziehen Sie die Augenbrauen nach oben und rollen die Augen. Oh, er wird es nicht lernen, er wird es nie lernen. Sie wird es nie verstehen. Kennen Sie das? Haben Sie das in Ihrer Beziehung auch manchmal? Nie, ne? Ist auch gut so, weil das ist der härteste Wert. Wenn Sie das mehr als 20% der Zeit haben, ist das Urteil schon gefällt. Und dann können Sie das natürlich ausgleichen mit anderen Affektionen, zum Beispiel Humor, ganz gut bewährt. Wenn man gemeinsam lachen kann, hat das immer einen ganz enormen Bindungswert. Warum funktioniert das? Das Ganze basiert auf einem System, was mathematisch berechenbar ist. Und nach diesem Buch, ich habe es gelesen, 448 Seiten, ich kann es Ihnen nicht empfehlen, wissen Sie tatsächlich, wie es mit Ihrer Ehe weitergeht, wenn Sie diesen Test machen. Zu 90%iger Sicherheit kann man das voraussagen. Das ist übrigens die Formel, hier ist auch nicht weiter schwierig. Wissen Sie, was das bedeutet? Das kann man in einer relativ klaren, simplen Formel ausdrücken. Das erklärt, wie weit Menschen miteinander in einer emotionalen Beziehung stehen. Wie weit sie sich gegenseitig beruhigen, dämpfen, bestätigen und wie auch immer können. Und das ist das Wesen einer Beziehung. Das Wesen einer Beziehung besteht eben auch darin, dass sie teilautonom ist. Also man hat zwar Freunde und Bekannte und man hat Arbeitsplätze als Paar, aber man bildet quasi auch ein bisschen eine autonome Insel. Das nennen wir ein sogenanntes semi-autonomes System und die kann man ganz gut voraussagen. Und jetzt werde ich Ihnen wahrscheinlich nichts Geheimnisvolles verraten, wenn ich Ihnen sage, das Ehepaar Gottmann hat überhaupt keine Kunden. Da geht keiner hin. Das will niemand wissen. Und das ist das Spannende für uns Zukunftsforscher. Es gibt ganz viele Dinge, die wir ganz gut wissen können, die will keiner wissen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Womit die Gottmanns ihr Geld verdienen, ist etwas ganz anderes. Das sind Ehe-TÜVs. Das wäre ja auch noch mal zu überlegen, ob in die reichhaltigen Geschäftsfelder des TÜV das auch mit hineingehört. Es wird im Grunde genommen ein etwas anderer Test gemacht, der dazu beitragen soll, das Verhältnis zu verbessern. Es letztendlich sicherer zu machen. Hier kommen wir an eine ganz fundamentale Wahrheit, die uns nachher bei der Frage der Sicherheiten helfen wird. Die Erfahrung ist nämlich, dass die Ehen am schnellsten zerbrechen, die nie eine Krise hatten. Ehekrisen, wenn man sie überwindet, verstärken die Bindung. Und eine Ehe ist deshalb ein sogenanntes antifragiles System. Was das ist, werde ich Ihnen nachher noch mehr erzählen. Wenn es quasi von außen gereizt wird, wenn es auf die Probe gestellt wird, dann wächst es. Und es gibt einige solcher Phänomene, solcher Systeme auf dieser Welt, leider zum Beispiel auch der Drogenhandel oder auch der Terrorismus, der quasi durch Stress, durch Krisen wächst. Und wenn manche Systeme keine Anforderungen, keine Störungen mehr von außen haben, dann werden sie fragil. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Aber Sie sehen hier einen kleinen Einblick in das, was
Prognostik, wir nennen das auch integrierte Prognostik, heute kann. Was wir auch anders machen können als unsere Vorgänger ist, wir haben heute massive Daten zur Verfügung. Ich werde Ihnen gleich ein paar Beispiele zeigen, die unsere Vorfahren in der Futurologie der 60er, 70er Jahre nicht hatten. Und zwar nicht nur Big Data, also viele Daten, sondern auch Long Data, das heißt Daten über einen längeren Zeitraum. Und wenn wir als Systemforscher in der Lage sind, Modelle zu bauen, letztendlich ist jede Art von Prognose immer ein Modell, man versucht eben die Zusammenhänge zu verstehen, die ein System beinhaltet, dann können wir das heute natürlich sehr viel schneller überprüfen, weil wir laufende Daten zur Verfügung haben. Das ist so, wie wenn ein Ingenieur eine Maschine prüft auf Sicherheit und kann sie im Laufen quasi überprüfen auf ihren Verschleiß hin. Wir benutzen dafür auch bestimmte Tools, Werkzeuge. Und ich möchte jetzt keinen großen theoretischen Vortrag darüber halten, aber einige Tools möchte ich Ihnen mal zeigen, einfach um sie auch ja quasi in der Hand halten zu können, wie ein Instrument. Das ist unsere Megatrend Map. Einige von Ihnen kennen das sicher, kann man auch im Internet herunterladen. Das sind 165 momentan aktuelle Trends. Und an den Endstationen dieses U-Bahn-Systems, und wir haben es deshalb als U-Bahn gezeichnet, weil diese Trends miteinander verknüpft sind und erst dadurch Sinn ergeben. An den Endstationen sehen Sie jeweils die großen Megatrends. Die Megatrends sind jene Veränderungsprozesse, auf die wir uns verlassen können. Langfristig, ubiquitär, mit Sicherheit, robust. Also ein Trend, von dem man auch sagen kann, er wird auch in 30, 40 Jahren noch existieren. Female Shift, Megatrend, Frauen. Bin ich mir sicher, wir werden über dieses Thema auch in 50 Jahren noch diskutieren. Konnektivität, was sich heute im Internet ausdrückt, die Zusammenhängung von immer mehr Menschen, Organisationen, Dingen auf der Erde, Alterung, Mobilität, Ökologie in einem neuen, auch durchaus technischen Sinne, Gesundheit, neue Arbeitsformen. Und Sie können quasi jetzt durch diese Landschaft wandern und versuchen zu erfassen, wie die Veränderungen in der Welt miteinander zusammenhängen. Globalisierung, Urbanisierung, Individualisierung, das sind Megatrends, die einen historischen Charakter haben, die fangen ja nicht erst heute an. Globalisierung ist uralt. Die Seidenstraße gab es schon vor 2000 Jahren. Aber wir sehen, dass durch die Konnektivität, durch die neuen Medien und die neuen Technologien dieser Prozess natürlich beschleunigt wird. Immer mehr Menschen ziehen in die Städte, Urbanisierung, und dabei individualisieren sie sich. Das heißt, sie entwickeln andere Lebensmuster der inneren Differenzierung. Das sind unsere 11 Megatrends, mit denen wir seit vielen Jahren arbeiten, und wir werden jetzt, wir sind gerade dabei, einen neuen Megatrend hinzuzufügen, den Megatrend Sicherheit. Weil wir an vielen Anzeichen erkennen, dass Sicherheit eine immer größere Rolle für die Menschen spielt. Eine immer größere Rolle, nicht nur im technischen Bereich, sondern vor allen Dingen in der Fragestellung von gesellschaftlichen Prozessen. Menschen fühlen sich verunsichert in vielerlei Hinsicht. Ich will Ihnen ein Beispiel kurz zeigen, um die Mechanik, oder es ist eben keine Mechanik, sondern die Organik dieser Megatrends Ihnen ein bisschen zu demonstrieren. Das ist der Down-Aging-Trend. Wir alle kennen Alterung als einen negativen Begriff. Wenn man das in den Medien darüber diskutiert, über Alterung in der Gesellschaft, wird das immer negativ dargestellt. Vergreisung, Überalterung, Rentenkrise. You name it. Ohne eine solche apokalyptische Talkshow geht der Deutsche und ich glaube auch der Österreicher nicht gern ins Bett. Und das sind wiederum die massiven Daten. Wir können eben sehen, das ist einer der wenigen noch linearen Trends. Es gibt relativ wenige lineare Trends, aber der ist sehr robust, auch in seiner Differenziertheit robust. Sie haben alle Länder der Erde in ihrer Lebenserwartung. Und Sie sehen, da gibt es immer Krisen, Kriege, Hungersnöte ab und zu, aber in der generellen Tendenz steigt in jedem Land der Erde seit vielen, vielen Jahren, und das wird auch noch eine Weile so weitergehen, die mittlere Lebenserwartung um ungefähr 12 Wochen pro Jahr. Das ist so wie ein Austrian Airlines Bonusprogramm. Ja. Wenn Sie 10 Jahre leben, kriegen Sie noch 2,5 obendrauf. Ja. Und wenn Sie sich vorsichtig bewegen, können Sie den Abstand eine ganze Weile wahren. Wie aber verhält sich das in Bezug auf die Lebensqualitäten? Das ist ja die entscheidende Frage. Wir diskutieren ja hier immer nur in einem Modell, wo man sagt, wenn wir immer älter werden, werden wir immer kränker, weil wir erleben ja alte Menschen oft als krank. Das sind die gesunden Lebensspannen in einigen Ländern der Erde und das sind die sogenannten Morbiditätsspannen, also jener Abschnitt, in dem man aufgrund von Diabetes oder Bewegungseinschränkungen oder Herzinfarkten oder was auch immer eingeschränkt ist. Und Sie sehen, Österreich und Deutschland hat eine lange Morbiditätsspanne. Wir altern in der Tat nicht gesund. Die Japaner hingegen
haben eine extrem kurze. Die bleiben fit bis ungefähr 68, 70 Jahre. Das ist überhaupt kein Problem, in Japan so lange fit zu bleiben körperlich. Wie machen die das? In der Altersforschung wissen wir darüber sehr viel. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass die Japaner niemals satt essen. Ja, die verstehen auch unsere Essgewohnheiten in ihren Sushi-Bars gar nicht. Sondern in Japan gilt es als höflich, bei 70-75% der Sättigung mit dem Essen aufzuhören. Hat eine enorme Auswirkung auf die Lebenserwartung. Also es hat viel mit Ernährung, aber auch anderen Dingen zu tun, was ich Ihnen hier nur zeigen will. Diese Werte sind nicht fixiert. Wenn ein Japaner nach Amerika zieht oder auch nach Deutschland, entwickelt er meistens sofort eine viel längere Alterskrankheitsphase. Das heißt, wir haben hier ein viskoses System. Das kann sich verändern, wenn wir uns besser ernähren, uns mehr bewegen. Und das hat bereits heute Auswirkungen. Das sind die Gesundmeldungen oder Gesundheitsempfindungen der Menschen 1984. Sie sehen, die 75 bis 79-Jährigen fühlen sich nur zu ungefähr 20% gesund. Die jüngste Umfrage von 2012 zeigt hier schon eine Verdoppelung. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Altersforschung. Das ist eben nicht so, wie wir denken. Es geht so nach oben bis 50 und dann stürzen wir ab. Sondern die Alterungsphase ist in vielerlei Hinsicht von Wellbeing der Menschen ein U. Ja, das geht eben andersherum. Am schlechtesten drauf, auch von ihrem körperlichen Empfinden, sind die Menschen um 35. Das ist mal richtig muffig. Ja. Liegt übrigens daran, dass man derzeit den meisten Stress hat. Entscheidungsstress, Beruf, Familie, Familiengründung, Partnerschaft. Das macht die Menschen extrem. Und dann geht es ihnen immer besser bis zum Tod oder darüber hinaus. Ja, und woran liegt das? Das liegt daran, dass wir altersadaptive Wesen sind. Wir sind im Prinzip von der Evolution durchaus dafür konstruiert, älter zu werden. Und das liegt daran, dass wir uns im Alter etwas zurücknehmen in diesen negativen Emotionen. Das kennen Sie vielleicht auch. Also es gibt ja diesen berühmten Satz, Altern ist nichts für Feiglinge. Das ist schon richtig, aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Menge Dinge, wo man sagt, ach, endlich muss ich nicht mehr oder solche Dinge. Und dann gibt es natürlich wieder ein bisschen mehr Sorge, wenn man dann sehr krank wird im hohen Alter, aber das können Sie gar nicht mehr aufholen, wie früher Sie sich aufgeregt haben. Richard Needham hat mal gesagt, wenn du älter wirst, verlierst du das Interesse an Sex, deine Freunde sterben, deine Kinder ignorieren dich. Es gibt natürlich noch andere Vorteile, aber die genannten sind doch die größten. Und das ist der Effekt, den wir Downaging nennen. Menschen sind heute 10 bis 15 Jahre jünger als die vorhergehenden Generationen. Und zwar physisch messbar. Sie können quasi, wenn Sie einen Menschen gemessen haben, es gibt leider zu wenige Aufzeichnungen darüber, aber wir wissen das aus verschiedenen Untersuchungen, vor 30 Jahren, dann war der, wenn der 50 war, ungefähr 7 Jahre älter als heute. Und wir alle, die wir 50 sind oder 60 sind, haben eine enorme Bandbreite. Wir können also sowohl 70 als auch 50 sein. So sah man als 40-Jähriger im Jahr 1940 aus. Viele von Ihnen sind 40, möchten Sie jemals so aussehen. Ne? Und so sieht man eben heute aus, wenn man 40 ist. Was sich hier zeigt, ist das sogenannte Rekursionsprinzip. Rekursion ist in der Mathematik ein Effekt, wenn eine Formel auf sich selbst wirkt. Und Sie können sich quasi einen solchen großen Trend oder einen Megatrend vorstellen als einen Irritationsreiz auf ein System, nämlich auf das System unserer Alterungsbiografien. Die waren ja früher sorgfältig geordnet. Man hat Kindheit gehabt, dann Erwerbsarbeit und dann ist man in Rente gegangen und da ist man relativ schnell gestorben. Heute haben wir ein siebenphasiges Modell mit viel mehr Zwischenformen und dieses wird durch die Verlängerung der Lebensspanne verändert. Das heißt, der Trend selbst verändert das System. Und das ist wichtig zu verstehen, weil die meisten Menschen denken über Trends immer nur linear nach. Ja? Sie sagen, wir werden immer älter, wir werden immer kränker. Und das ist sicher falsch. Wir können diese Rekursionen immer sehen in praktisch allen diesen großen Megatrends können wir die Rekursion auch ausdrücken. Also der Trend reizt das System. Es gibt einen Gegenimpuls, gibt in jedem Trend, jeder Trend erzeugt auch einen Widerstand oder einen Gegenimpuls und dann entsteht aus einer Spirale quasi Zukunft. Zukunft entsteht immer durch Synthesen. Zum Beispiel, wenn Sie mal so ein paar große Trendsynthesen durchgehen, Glokalisierung. Wir erleben heute, dass wir wieder mehr Regionalität entwickeln. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, nicht nur in Nahrungsmitteln, deren Bedarf da wieder steht. Wir haben auch die großen Phasen, in denen alles outgesourced wird nach China. Die sind überstanden. Wir entwickeln heute wieder mehr lokale Industrien, mehr kleinräumige Wirtschaftsräume und so weiter.
Prosumer. Konsumenten sind heute nicht mehr einfach nur Konsumenten, die sind eben sehr aktiv und auch sehr informiert. Real digital, dazu später noch mehr. Wird alles digitalisiert? Wir glauben nicht. Wir glauben, dass es auch hier eine Rekursion gibt, in der sich das Internet und die Applikationen wieder an Menschen anpassen. Downaging eben. Flex Security, ja, ein interessanter Begriff, der uns schon in Richtung auf Sicherheit bringt. Flexibilität und Sicherheit, das ist das, was Menschen eigentlich wollen. Zu viel Sicherheit, wissen wir, ja, haben wir gesehen beim Ehebeispiel, führt irgendwann in den Abgrund. Also müssen wir auch in unserer Kultur zumindest darüber nachdenken, wie wir Freiheiten und Sicherheiten rekombinieren. Der Megatrend Sicherheit, wie kann man das skizzieren? Zunächst mal von der Nachfrage her. Okay, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Einen Trend kann man immer definieren, wenn man das Gefühl hat, da entsteht ein hoher Nachfragewert. Ohne Zweifel ist die Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen aller Art, vor allen Dingen nach technischen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten massiv gewachsen, weil auch unsere technischen Systeme natürlich komplexer geworden sind. Aber auch das Bedürfnis in der Bevölkerung hat sich verschoben. Wir können sehen, dass in den Wertebetonungen heute es von den eher hedonistischen, also lustbetonten, offensiven, individualistischen Werten in Richtung auf Absicherung geht. Der oberste Wert ist sichere Zukunft. Das ist natürlich schwierig. Wie soll eine Zukunft jemals vollkommen sicher sein, ohne dass man dabei jede Bewegungsfähigkeit verliert? Also Menschen haben heute ein deutlich höheres Sicherheitsbedürfnis, weil sie ihre Umwelt als unsicher empfinden. Aber warum eigentlich? Wir sehen das in den vielen, vielen Bereichen. Das fängt beim Autofahren an. In meiner Jugend, ich kann mich noch erinnern, als wir mit meinem Vater an die Ostsee gefahren sind, immer da war ich dann so 10, da war Autofahren noch was ganz anderes. Das war die Zeit, in der die meisten Autounfälle in Deutschland stattfanden. 25.000 bei einem Verkehr von einem Viertel von heute. Und wir sind immer an die Ostsee gefahren und mein Vater hatte einen Hut auf im Auto und fuhr immer geradeaus, Rückspiegel nie gehört. Ja, rechts und links lagen immer brennende Autowracks. Es war wunderbar für Kinder, aber es war natürlich nicht sicher. Und durch eine unheimliche Anstrengung, Kooperation von Fahrlehrern und Sicherheitsformen, und Sie erinnern sich an den Airbag, als der eingeführt wurde, haben die Leute gesagt, es geht als Sicherheitsgurte, wollte niemand anlegen. Aber dadurch haben wir es geschafft heute, das würde niemand mehr eine solche Todeszahl wie damals akzeptieren in Europa. Unsere Umwelt ist viel, 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 viel sicherer geworden. Etwas, was die Menschen, während sie gleich sehen, gar nicht wirklich würdigen, obwohl wir es auch in gewisser Weise genießen. Wir wissen es natürlich auch, wenn wir nach China schauen und dort die Städte anschauen, die sehen so aus wie unsere Städte vor 50, 60, 100 Jahren, noch beim großen Smog in London 1956 sind 30.000 Menschen umgekommen. Also wir sollten da vorsichtig sein, das hatten wir auch in Europa, was heute in Shanghai stattfindet. Aber unsere Umwelt wird immer sicherer, eben auch durch die permanenten Wirkungen dessen, was Sie hier auf den Plakaten sehen, eben der technischen Überprüfung, der Verfeinerung von Normen und. Wir leben aber in einer Wahrnehmung von Menschen, die mit diesen Buchstaben ausgedrückt ist. Das ist das eigentliche Syndrom unserer Zeit. Nämlich dem Gefühl, es wird alles immer volatiler, es wird alles immer unsicherer, es wird doppeldeutiger, nicht mehr so eindeutig und es wird komplexer. Und das Erstaunliche oder gar nicht Erstaunliche ist, aber die meisten Menschen nehmen Komplexität als negativ wahr. Das, wenn man das ein bisschen anders arrangiert, dann nennen wir das sogenannte VUCA-Syndrom. Das hören Sie heute auf jeder Konferenz, die Welt wird in diesen vier Richtungen. Ist das eigentlich so? Das ist ganz erstaunlich. Unsere Wahrnehmung und die Welt müssen nicht immer übereinstimmen. Also das ist so dieses Lebensgefühl, was heute viele Menschen haben. Und das drückt sich natürlich in vielen Bedrohungen auch aus. Also Terrorismus, das Internet, ist das wirklich sicher? Was erleben wir dort? Wir erleben da natürlich auch viele neue Bedrohungen. Neue Seuchen, resistente Keime, Klimakatastrophe, soziale Unruhen, Kriege, Naturkatastrophen. Wird alles immer mehr, oder? Was mehr wird, ist die Präsenz dieser Ereignisse, aber nicht unbedingt die Ereignisse selbst. Die Zeit, also meine alte Heimatbasis, ich habe 5, 6 Jahre bei der Zeit als Redakteur gearbeitet und ich halte sie für heute immer noch eine der abwägenden Zeitungen, die nicht jeden Unsinn mitschreiben, hat 2013 mal ein Experiment gewagt, hat die Leser zu ihren Zukunftsmeinungen gefragt. Und dabei kamen zum Beispiel folgende Ergebnisse raus.
als Meinung. Die Umwelt wird durch die Menschen immer mehr verschmutzt, sagen 91%. Den Menschen in der dritten Welt geht es immer schlechter. Die Menschen werden immer egoistischer. Oder zum Beispiel im Thema Sicherheit, die Kriminalität nimmt immer mehr zu, 72%. Was glauben Sie, wie viele Morde, Sie können das immer 1:10 Österreich-Deutschland ungefähr rechnen, wie viele Morde gab es 2011 in Deutschland? Was würden Sie schätzen? Sagen Sie mal eine Zahl spontan. Nochmal? Ja? Okay. 11.000? 1.000? Das ist ein spannendes Feld, nicht? Also wenn man den Fernseher anmacht, merkt man ja, es geht rund um die Uhr. Ja. Es wird gemordet in jedem Haushalt, vor allen Dingen, wenn er reich ist. Also ist Ihnen aufgefallen, immer in diesem etwas designhaften Vorortvillen, da sitzt das Grauen und das Verbrechen ohne Ende. Das sind nun mal so die Kurven in Realität. Die wahre Zahl liegt heute ja im fast unsichtbaren Bereich, 282 Morde, die werden übrigens zu 90% auch aufgeklärt. Das ist ja sehr enttäuschend, nicht? Also wir hatten ja hier 1980 noch ganz andere Zahlen. Das gilt übrigens nicht nur für Deutschland, auch für Amerika. In New York hatten wir noch im Jahr 1000 Morde im Jahr 1980, nur in der Stadt New York. Heute sind es vielleicht noch 80, 90. Und in vielen, vielen gefährlichen Metropolen, selbst in Südamerika, vielleicht nicht in Mexico City, aber in vielen anderen Ländern hat sich das heute sehr, sehr viel weniger Gewaltkriminalität auf den Straßen. Aber unser mediales System hat sich natürlich völlig verändert. Das heißt, wenn dort Gewalt stattfindet, haben wir das ganz anders auf dem Schirm. Über das Internet wird das eher noch verstärkt. Zum Beispiel Jugendgewalt. Auch so eine klassische Frage, wenn man die Menschen fragt, wie ist es mit der Jugendgewalt? Sagen die, das nimmt immer mehr zu, die rasten ja alle aus. Ja. Wenn Sie in den Fachzeitschriften einmal unterwegs sind, dann haben Sie lauter solche Artikel. Ja. Lügen die alle? Ja, wir reden ja heute von der Lügenpresse. Ja. Also im Grunde genommen basteln wir uns die Welt so, wie wir meinen, dass sie ist, ganz gerne. Aber ich glaube, auch hier stehen die Zahlen ganz eindeutig. Wir haben natürlich dann, wenn solche Events passen, sind die natürlich enorm medial erzeugte Phänomene. Der Economist hat sogar eine Titelgeschichte gemacht, The Curious Case of the Fallen Crime. Warum fällt die Kriminalität in allen Ländern? Das nimmt kein Mensch wahr. So etwas können wir überhaupt auf unserem Radar, das eingestellt ist auf die Verschlimmerung von allem, gar nicht wahrnehmen. Dasselbe kann man noch ein bisschen ins Sicherheitsgefühl des Globalen hineinschrauben. Und dafür gibt es einen schönen Test, den können Sie auch im Internet abrufen, www.gapminder.org, Ignorance. Gapminder ist die größte Datenbank der Welt über die globale Entwicklung. Und dieser Mensch hat sie uns geschenkt, Hans Rosling, ein guter Freund im Geiste. Schauen Sie sich seine Videos an, die sind wirklich großartig. Er ist Statistikprofessor und Gesundheitsprofessor in Stockholm und hat gesagt, meine Studenten reden unentwegt über Globalisierung, aber sie haben nicht die geringste Ahnung. Sie sind schlechter in ihren Urteilen über die Globalisierung als Schimpansen. Wenn Schimpansen auf Werte, die man ihnen vorgibt, also Zahlen wirfen, dann kommt immer eine gaußsche Verteilung heraus, eine Zufallsverteilung. Meine Studenten liegen immer falsch. Und er hat eben 10 Jahre dafür gebraucht, uns das aufwendigste Datensystem für die Weltentwicklung zu geben. Ich werde es Ihnen gleich noch zeigen. Aber hier mal ein paar Fragen aus dem Ignorance-Test. Was glauben Sie, wie hoch ist die durchschnittliche globale Lebenserwartung aller Menschen auf diesem Planeten? Die durchschnittliche globale Lebenserwartung. Was würden Sie sagen? 55? 65? Die wahre Zahl ist 70 Jahre. Das werden Sie mir nicht glauben. Aber die Daten sagen uns das sehr genau, weil wir wissen heute, weil die ganzen Daten gibt es, die UNO, die Vereinten Nationen, die ganze Weltbank, all die werden erhoben, aber wir sehen sie nicht, wir nehmen sie nicht wahr. Oder wie hoch ist der Anteil der Analphabeten an der Weltbevölkerung? Die Deutschen liegen im Durchschnitt, es ist auch in diesem Test veröffentlicht, was die Deutschen, was die einzelnen Nationen denken, 45% sagen die Deutschen, es sind in der Tat 20%. In Afrika hat sich die Einschulungsquote massiv erhöht in den letzten 10, 15 Jahren, aber Sie werden nirgendwo in der Zeitung lesen, 1000 neue Schulen in Afrika eröffnet. Und so geht es weiter. Die globale Armut hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt, halbiert oder ist gleich geblieben. Dazu haben wir wunderbare Metadaten, die das darstellen als eine große eine Landschaft, eine Reichtumslandschaft. Das ist die Welt 1970,
gerade einmal 45 Jahre her. Und da haben wir noch diese Kamelwelt, ja, also reiche Länder, arme Länder, hier von 1 Dollar bis 100 Dollar Tageseinkommen. Und Sie können eben sehen, dass die bittere Armut, die wir hier haben, sich deutlich abbaut, auch in absoluten Zahlen. Und wir vielleicht die Millenniumsziele, also die Vereinten Nationen haben sich ja bestimmte Ziele gesetzt, die Armut abzubauen, werden wir nicht ganz erreichen. Aber wir werden doch ziemlich nah herankommen an die 10% Kaufkraft bereinigt unter 1 Dollar pro Tag. Das ist quasi so die Überlebensgrenze. Und Sie sehen, hier entsteht ein neuer Berg. Auch dieser Unterschied wächst sich aus von Menschen, die vielleicht 5, 6, 7 Dollar am Tag verdienen. Und hier entsteht eben eine neue globale Mittelschicht und eine neue Masse von 2, 3 Milliarden Menschen, die in den Wohlstand nach oben hin aufsteigen, aus der Armut heraus. Das ist der Prozess, den wir momentan auf der gesamten Welt haben. Und der ist großartig und der wird uns den größten Weltboom der Geschichte bescheren. Aber wir leben in einer völlig anderen, nämlich medial geprägten Welt. Das ist das Gapminder Datenblatt. Das können Sie sich eben auf den, Gapminder ist frei, Sie können es sich auf dem Rechner runterladen. Und Sie können hier 3 Parameter sehen. In der Waagerechten habe ich hier mal eingestellt. Sie können hier 200 verschiedene Werte einstellen, aber ich habe hier mal eingestellt Kaufkraft in Dollar, Kaufkraft bereinigt pro Jahr und hier die Lebenserwartung. Und Sie sehen alle Länder der Erde. Das ist Amerika. Ja, und Sie sehen, das kann nicht sein. Die Bevölkerungszahl ist gering. Das ist nämlich die Bevölkerungszahl, die Größe aller Länder. Das ist China, das ist Indien. Und wir schreiben hier das Jahr 1800. Also vor Beginn der industriellen Revolution, das sind die Niederlande und England, die waren damals am reichsten. Und jetzt können Sie sehen, wie sich Wohlstand entwickelt, die am meisten hüpfen. Ja, hüpfen heißt ja absinken von Lebenserwartung wieder oder aufsteigen. Die kommen am schnellsten nach rechts oben voran, Richtung Wohlstand und langes Leben. Die meisten Krisen bringen die meisten Veränderungen mit sich. Und Sie sehen, das ist kein geradliniger Prozess, da sind Kriege und Wirtschaftskrisen mit drin. Gleich sehen Sie hier die Kulturrevolution in China. Achtung, sackt das so ab. Aber wir haben eine massive Drift nach rechts oben über die letzten 200 Jahre. Und Sie können jedes einzelne Land jetzt in Ihrem Pfad verfolgen und können es analysieren und überlegen, woran liegt denn das? Warum entwickeln die Wohlstand? Ja, das ist Schweden. Und Sie sehen, das zittert. Das waren noch Hungersnöte. Vor 100 Jahren gab es sie noch in Schweden. Das war die größte Krise, 1973. Da war Schweden mehr verschuldet als heute Griechenland. Das haben die sehr schnell wieder ausgebügelt. Das ist Russland. Und in Russland können Sie, in diesem Pfad können Sie alles sehen, was dort jetzt passiert. Die ganze Traumatisierung einer Gesellschaft, die Millionen Megatote hatte in der zaristischen Zeit. Das waren die stalinistischen Toten. Dann ging die Lebenserwartung hoch, aber nicht der Wohlstand. Und dann kariolt das so hin und her und das führt dazu, dass eine Gesellschaft von panischer Angst besessen wird, dass sie wieder zurückfällt in die alte Welt. Und wir Deutschen oder auch Österreich hat eine ähnliche Kurve, sind deshalb Russlandversteher, weil wir eine sehr ähnliche Geschichte hinter uns haben. Und so können Sie jedes einzelne Land verfolgen, Brasilien eine große Erfolgsgeschichte oder Vietnam, die eben jetzt massiv in den Wohlstand hineingehen. Das ist der HDI-Index, Human Development Index, da werden auch qualitative Elemente bemessen, also auch die Schulbildung und die Gesundheit. Und Sie können sehen, praktisch alle Länder sind hier auf dem Weg nach oben. Dann gibt es immer so Einbrüche, ja, Zimbabwe und natürlich Iran, Syrien jetzt. Aber es gibt eine Formel für den globalen Fortschritt, die ist Pareto. Einige von Ihnen kennen vielleicht die Pareto-Formel in der Mathematik. 80-20, 20% der Kunden machen immer 80% der Umsätze. Und 80% aller Menschen in einer Spanne von ungefähr 15 Jahren haben Zuwachs, auch innerhalb unserer Kultur, unserer Gesellschaft, an Wohlstand. 20% bei denen ist das nicht so und von denen sind 16% stagnieren und 4% haben einen Verlust. So ungefähr können Sie das rechnen. Und wenn Sie mal diese ganzen Bilanzen aneinanderreihen, Naturkatastrophen haben, es gibt heute deutlich weniger Opfer. Übrigens auch, da spielen auch die Sicherheits- und TÜV-Fragestellungen eine große Rolle. Wenn Sie sich mal anschauen, wie jetzt zum Beispiel auf den Tsunami reagiert worden ist mit neuen Vorwarnsystemen, das ist natürlich auch eine technische Herausforderung. 0,36% der Menschheit kommt um durch Naturkatastrophen, 0,86%. Und das Interessante oder auch das Deprimierende, wenn man so will, ist, dass das die geringste Zahl ist, die es jemals in der Geschichte gab. Das sind die Kriegstoten,
Und das ist die Entwicklung der Kriegstoten bei wachsender Weltbevölkerung. Wir haben jetzt ein bisschen eine Zunahme durch die Syrienkriege, aber im Vergleich zu früher leben wir auf einem sehr friedlichen Planeten. Und diese Erkenntnisse gleichzeitig zu denken im Kopf, das ist natürlich ein unheimlicher Druck, der quasi auf unsere inneren Sicherheitswahrnehmung wirkt. Wir nennen das auch das Fortschrittsparadox. Das Fortschrittsparadox heißt, je mehr Menschen in hohem Lebensstandard, viel Sicherheit und einem stabilen Wohlstand, einem breiten Wohlstand leben, desto maximaler sind sie unzufrieden. Oder auch, man kann sagen, je mehr wir den Wohlstand nach oben bringen, desto höher werden die Ansprüche und desto mehr sinkt die Wirklichkeit ab. Und wir haben hier quasi eine unsichtbare Grenze, mit der wir den Schwellenwert dessen, was uns beunruhigt, nach unten absenken. Wenn Sie mal die medialen Skandale so sehen, dann sind das alles Dinge, die es früher auch schon gab. Ja, waren die Ehen, waren die früher glücklicher? Gab es dort keine Gewalt? Haben die Menschen früher glücklicher gearbeitet? Nein, aber wir setzen heute die Ansprüche höher. Und das ist auch gut so. Das ist der Zivilisationsprozess. Wir lassen uns dadurch natürlich schwer verunsichern, dass wir immer einen falschen Eindruck haben. Also mit den Worten eines Philosophen, Odo Marquardt, der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, während der Fahrstuhl nach oben fährt, fährt die Welt aus der Sicht der Passagiere nach unten. Je mehr Negatives aus der Welt verschwindet, desto ärgerlicher wird, gerade weil es sich vermindert, das Negative. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz, das können nur Philosophen, knapper werdende Übel werden negativ kostbarer. Ja? Wenn Sie in den Medien arbeiten, wissen Sie, was damit gemeint ist. Wenn Sie nicht an jedem Abend mindestens einen blödsinnigen Skandal haben oder einen konstruieren, dann haben Sie ein Auflagenproblem, ein Wahrnehmungsproblem, ein Reichweitenproblem. Wie können wir unter diesen Bedingungen Sicherheit noch einmal anders wahrnehmen? Denn es scheint so zu sein, wir können alles wahnsinnig sicher machen, es nützt nichts in der Wahrnehmung der Menschen. Wir haben eine Schere in der Sicherheitswahrnehmung. Aber wenn wir das Phänomen der Sicherheit noch einmal systemisch betrachten, dann können wir vielleicht einige Aussagen darüber machen, wie sich Sicherheit in Zukunft anders organisieren kann. Natürlich immer auch in dem, was wir kennen. Normenbildung, höhere Normensetzung, all das, das müssen wir weitermachen, weil wir leben in technischen Systemen. Aber vielleicht müssen wir noch einmal grundlegender darüber nachdenken. Es gibt drei verschiedene Stufen von Systemen in Bezug auf ihre Sicherheit. Das erste ist die Robustheit, die Sicherung durch Verstärkung. Denken Sie an einen Panzer. Wir können natürlich Panzer noch dicker bauen. Wir können, wenn wir etwas sicherer machen wollen, die Wände dicker bauen, mehr Wärme dämmen, was auch immer. Das kann man machen, nur wir haben eine bestimmte Erfahrung mit Panzern gemacht, dass sie ziemlich schnell zu Schrott werden. Ja? Weil je schwerer, je mehr Sie dort Sicherheit bauen, in dieser Art und Weise, desto mehr wird auch die Schwerfälligkeit wachsen. Die zweite Strategie ist Redundanz. Eines der gefährlichsten Systeme ist gleichzeitig das am besten funktionierendste. Ist Ihnen sicher auch schon aufgefallen. Fliegen ist, finde ich, immer noch eine Sensation, ja, dass so ein sehr komplexes Gerät sich vom Boden abhebt und meistens auch wieder herunterkommt, gesund, ist eine erstaunliche Erfahrung. Ja. Ich mache diese Erfahrung mein ganzes Leben lang und ich bestehe immer noch hier. Instinktiv würde mir mein alter Jäger- und Sammlerverstand sagen, das kann nicht gut gehen. Warum ist das so? Es ist deshalb so, weil es unglaublich gefährlich ist zu fliegen und es darf dabei keine Fehler geben. Und wie macht das System das? Indem es Redundanz einbaut. 40 Dinge müssen schiefgehen in einem Flugzeug. Und meistens ist der größte Anteil, dass der Pilot spinnt. Ja? Oder keinen Überblick mehr hat oder sich mit seinem Co-Piloten streitet oder was auch immer, damit ein Flugzeug abstürzt. Das ist das Redundanzprinzip. Wir können Systeme so bauen, dass wir quasi immer wieder Weichenabsicherungen, Subsysteme bauen, dass sie auch dann noch funktionieren, wenn sie nicht funktionieren. Und die dritte Strategie ist Resilienz. Resilienz ist die Erhöhung der Systemintelligenz. Resilienz bedeutet aber eben, dass dieses System atmen kann und nicht nur das, es kann lernen, es kann sich verändern. Resilienz erlaubt auch, über Visionen jenseits des Status quo nachzudenken, wohingegen Nachhaltigkeit stets eine Perpetuierung des Status quo, also Stabilität, zum Ziel hat. Aus systemischer Sicht ist es schwierig, über Nachhaltigkeit zu sprechen, weil Nachhaltigkeit ist ein fixierter Zustand. Ja, dann ist irgendwann alles in Balance. Aber die wirklich spannenden Systeme, zum Beispiel die Liebe, ist nie in Balance. Und wenn sie es ist, dann Gnade Gott vom Fernseher. So steigt das auf in der Komplexität
die Antworten, die wir Systemiker auf die Sicherheitsfrage geben können und vielleicht in einer noch höheren Stufe kann man den Begriff der Antifragilität ins Spiel bringen. Antifragilität bedeutet, dass wir aus Krisen etwas gewinnen. Dieser Begriff stammt von Nassim Taleb, der die berühmten schwarzen Schwäne erfunden hat. Und der hat ein sehr schönes Buch, ein sehr zorniges Buch geschrieben, wo er gesagt hat, dieses absurde Sicherheitsdenken, was wir in vielen unserer menschlichen Bereiche haben, ist so übertrieben, dass wir dadurch Sicherheit riskieren. Wenn du nach Umwegen suchst und kein Problem mit Störungen hast, weil ihr Resultat immer willkommen ist, dann bist du antifragil. Und das ist auch etwas, was wir im Unternehmertum immer wieder sehen. Wenn Unternehmen quasi bereit sind, neu zu denken, anders zu denken, in Umwegen zu denken, dann werden sie unglaublich marktfähig. Wenn sie immer nur in einer Richtung denken, geradlinig denken, dann haben sie ein Problem. Und die Natur ist genau das. Die Natur kann antifragil wirken. Sie lebt durch Störungen. Sie ist gewissermaßen das Resultat von Störungen. Unser Immunsystem ist das Resultat von Störungen. Alles in unserer Welt, auch die sozialen Systeme, bilden sich selbst auch immer wieder durch Störungen und durch Stress in der richtigen Dosierung. Die Natur selbst ist nichts anderes als die Entwicklung von Komplexität, in dem immer höhere Variationsbreiten von Spezies entstehen. Und das ist das, was die Menschen letztendlich ausmacht. Wir sind das Produkt von, ja, man kann sagen, historisch aneinandergereihten Krisen. Jetzt müssen wir andersherum fragen. Was spielt Technologie für eine Rolle in der Frage von Fragilität und Antifragilität? Und da sind wir zunächst mal sehr leicht bereit dazu, das haben wir auch erlebt. Technologie empowert uns. Sie macht uns stärker, sie macht uns größer, sie lässt uns Möglichkeiten zu, die wir vorher nicht konnten. Ne? Autofahren zum Beispiel, ne? Das ist Kontrolle. Automatisches Autofahren, was ja jetzt überall propagiert und auch diskutiert wird, hat einen großen Nachteil. Also wir haben mal Tests gemacht mit deutschen Autofahrern. Wir haben die auf die Couch gelegt, so die klassischen Audi, Mercedes, BMW-Fahrer und haben die träumen lassen. Wie ist es, wenn du morgens in deine Garage gehst, du sagst zu deinem Auto, das auch noch die Stimme hat deiner Geliebten, kannst du mich bitte ins Büro fahren? Und das Auto sagt, aber sicher doch. Und dann kann man Zeitung lesen und so. 90% unserer Autofahrer haben gesagt, dann steige ich in den Zug. Ja? Also die Kontrolle, die das bedeutet, ein automatisches Auto zu fahren, ist gleichzeitig Kontrollverlust an einer anderen Seite. Oder hier, schauen wir mal, was passiert, wenn wir die nächste Generation der Handys haben, also der Smartphones, die brauchen wir dann gar nicht mehr physisch, kein Aufladeproblem, sondern wir werden die uns gleich in die Augen hineinsetzen. Wie sieht denn unsere Welt aus? Yeah.
Warum ist Google Glass nichts geworden? Wir haben das vor 5 Jahren schon vorausgesagt, dass Google Glass ein Flop wird im Massenmarkt. Das wird natürlich eine wichtige Technologie bei Pilotenchirurgen in Nischen sein. Aber im Massenmarkt wird es nicht funktionieren. Auch hier wieder dasselbe Phänomen. Wir haben ein hohes Maß von Sicherheit, sprich Kontrolle, wenn wir dieses Ding aufhaben. Aber die anderen, die es nicht aufhaben, erleben im selben Maße einen massiven Verlust. Und das hat Sigmund Freud, dieses Phänomen, auch dieses innere Phänomen, über das wir hier sprechen, hat er schon im Unbehagen in der Kultur ausgedrückt. Er hat gesagt, der Mensch ist sozusagen eine Art Prothesengott geworden, recht großartig, wenn all seine Hilfsorgane anlegt, aber sie sind nicht mit ihm verwachsen und machen ihm gelegentlich noch viel zu schaffen. Das heißt, wir verlernen auch durch unsere Prothesen immer Dinge. Wenn Sie Apps haben, die Ihnen das Schlafen lernen sollen, dann lernen Sie auf Ihren natürlichen Biorhythmus zu hören. Ich selber habe auch lange, ein Jahr lang ungefähr mit einem Pulsmesser gelaufen, bin ich gejoggt. Danach brauchte ich das Ding nicht mehr, weil ich wusste, wie es geht. Und das ist der entscheidende Punkt. Wie ist das Verhältnis von Technologie und uns als Menschen? Wo gibt es uns Sicherheit und wo nimmt es uns gewissermaßen natürliche Fähigkeiten und führt zu dem, was wir auch die Verhausschweinung des Menschen nennen? Sehr schön dargestellt übrigens in diesem berühmten Film mit Wall-E. Sie kennen den wahrscheinlich, ein Disney-Film, wo die Menschen nur noch in digitalen Blasen und Ernährungsblasen liegen. Und wie können wir Sicherheit erhöhen in diesem Paradigma? Zum Beispiel, indem wir die Formen der Selbstorganisation erhöhen. Einer der Fachbereiche, mit denen sich der TÜV auseinandersetzt, Produktprüfung sehe ich da, Elektrotechnik, aber auch Krankenhaustechnik. Ganz wichtig, die Norm im Krankenhaus in Bezug auf Keime. Aber Sie sehen, es reicht nicht aus. Man kann die Geräte so gut sterilisieren, wenn die Menschen sich nicht besser verhalten, dann nützt es gar nichts. Und dann haben wir diese Outbreaks, die wir eben haben. Wir wissen heute, dass die Hygieneproblematiken vor allen Dingen vom Verhalten der Menschen kommen. Und deshalb müssen wir immer auch in Sicherheitssystemen die Menschen mitdenken. Selbstorganisationen können Menschen ganz gut, wenn sie zum Beispiel mal nach Afrika gehen und dort auf eine große Kreuzung gehen und sich den Verkehr anschauen, dann wissen sie, dass Ampeln zwar was Schönes sind, ja, aber muss nicht unbedingt sein. Man kann auch ganz anders, ja, man wird immer so ein bisschen leicht erhitzt bei diesem Bild. Aber das ist längst umgesetzt worden in Sicherheitskonzepte, die etwas Intrinsisches haben. Das sind die berühmten Shared Spaces, die in Holland angefangen wurden, wo man gesagt hat, wir reißen alle Ampeln nieder, wir reißen auch die ganzen Böller nieder, sondern wir versuchen, die Menschen in ein anderes kognitives System zu setzen, wo sie aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Das geht auch inzwischen in Piccadilly Circus in London. Also wir haben heute eine neue Wissenschaft auch der Sicherheitssysteme, in denen wir quasi Rückkoppelungen ins menschliche Verhalten wieder mehr betonen. Und die nächste Variante wäre eben Prädiktivität, dass wir auch Systeme entwickeln, die voraussagen können. Sie alle haben diesen, oder einige von Ihnen haben diesen Film vielleicht gesehen, Minority Report. Ein bisschen mystisch ist er am Anfang. Da sind 3 Medien, die sehen Morde voraus, schreckliche Taten. Und Tom Cruise, der die ganzen Filme herumhektigt, muss immer diese Taten wissen, wo ist das und wo kann ich es verhindern. Und das wird heute in der polizeilichen Praxis bereits in vielen Metropolen angewandt, in Los Angeles, in Chicago, in Zürich inzwischen, auch in Hamburg, weil wir sogenannte Clusterformen von Kriminalität vorausahnen können. Das ist übrigens das Zeichen dieser Precog-Polizisten in diesem Film. Und das wird dann nahezu übernommen. Ich überspringe jetzt mal diesen Bereich mit dem Autofahren. Das machen wir ein andermal. Die Buchstaben, die wir vielleicht in Zukunft in die Sicherheitsdebatte mit einbringen müssen. Und ich glaube, dass sich auch die technischen Sicherheitsüberprüfungen in diese Notwendigkeiten oder in diese Veränderungen eingliedern können und müssen, sind diese. Konnektivität, also die Verbindung, dass zum Beispiel etwas, was droht kaputt zu gehen, vorher schon Signale gibt, das ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Die Verbindung von Komplexität und Simplizität, die Adaptivität von Systemen, die sich an die Umwelt anpassen können, und die Prädiktivität, das heißt die Voraussehbarkeit von solchen Dingen. Und das wäre eine neue Stufe. Man könnte sagen, Real Smart Systems würden so funktionieren. Sie würden uns tatsächlich auch nicht unsere eigenen Fähigkeiten bestreiten oder wegnehmen. Und das Ganze korreliert wiederum mit einer Entwicklung, die wir
die wir mal in Bezug auf Sicherheit versucht haben, auf die sogenannte Maslow'sche Pyramide zu bekommen. Sie kennen das, die Entwicklung der Bedürfnisse der Menschen von den einfachen Grundbedürfnissen zu den komplexeren. Und dort können wir auch die Sicherheit mit einspeisen in ein solches Modell, sodass wir auch eine andere Narration, eine andere Erzählung von Sicherheit und Qualität im Umfeld, wenn man so will, im ökologischen Umfeld der Sicherheit haben können. Wir selber als Trendforscher oder ich als Trendforscher mit meiner Familie versuche auch mit diesen Technologien, diesen smarten Technologien, die also eben nicht uns überfordern oder unterfordern, auf einer gewissen Art und Weise umzugehen. Am Stadtrand hier in Wien, wo ich seit 4 Jahren in diesem Haus wohne, Future Evolution House heißt es, experimentieren wir mit dem einen oder anderen und versuchen auch die Spreu vom Weizen zu trennen. Wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben auch, unsere Katze hatte ein wunderbares Implantat mit einer elektronischen Katzenschleuse, weil die Kampfkarte von außen haben immer ihr das Futter weggefressen und dann haben wir das so eingebaut. Nur sie kann durch. Ja, ist immer sehr schön, war das anzusehen, wie sie durch die Klappe rannte und dann hinterher die Kampfkarte, bumm. So. Es hat eine Weile funktioniert, dann kam unser Hund und hat die Katze vertrieben und der ist 2-mal in der Katzenklappe stecken geblieben. Und dann haben wir es gelassen. Eine Zeit lang hatten wir auch überlegt, ob wir uns selber Chips implantieren lassen. In Schweden ist ja jetzt so ein Experiment gestartet. Und dann hat uns ein Freund von uns, der Computerspezialist, ist gesagt, das kann man so einfach hacken, dass wir es lieber gelassen haben. Das sind dann Experimente, die wir dort versuchen. Das ist ein System, in dem wir wie ein iPad versuchen, einmal einen Raum zu steuern. Eben nicht über eine komplette Tastatur oder eine App, wo man in 1000 Untermenüs gehen muss, sondern mit einer quasi handschmeichelnden Fernbedienung und mit ganz einfachen Symbolen, die von einem grünen Laser an die Wand geworfen werden. Aber nicht nur an die Wand, sondern man kann sie überall werfen, auf den Tisch, auf den Boden. Und dadurch entsteht ein anderes instinktives Verhältnis zur Technik. Oder die Energiefrage. Wenn alle Verbraucher im Haus an sind, dann beginnt das, sind 2 kleine Gebäude. Das eine ist unser Büro, das andere unser Wohnhaus. Dann beginnt das Bürohaus rot zu glühen. Das ist im Dunkeln ganz schön. Da sieht man, wir haben zu viel Verbraucher an. Und gleichzeitig, wenn es einen schönen sonnigen Tag gegeben hat und die Batteriesysteme und die Wärmespeicher sind gefüllt, das ist das Haupthaus, das ist das Bürohaus, dann fängt das Haus an, von unten in den Garten grün zu strahlen. Also wir versuchen, Technologien mitzuentwickeln, die eine haptische Rückkopplung haben, die uns ein Sicherheitsgefühl geben, ohne uns dauernd in neue Routinen hineinzuversetzen. Und das ist ja etwas, was wir aus unserem alltäglichen Leben auch kennen, dass wir eben auch von Technik oft überfordert sind. Das war mal unsere Alarmanlage. Und wir haben es nie verstanden. Also ich habe versucht mit allem Möglichen, ja, unscharf zum Beispiel. Ich habe nie verstanden, was ein unscharfer Alarm ist. Ja. Also so ein wabernder Alarm. Ja. Es meinte natürlich, dass der Alarm nicht an ist. Ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht. Ich bin anscheinend blöd. Ja. Und dann irgendwie Gruppen aushandeln und markieren. Jedenfalls, das Ding hat unentwegt getönt und die Nachbarn waren sauer und es hat gelärmt. Und als es dann mal wirklich eingebrochen war, ist nichts passiert. Der TÜV muss da mal ran, glaube ich. Aber der TÜV alleine kann das nicht lösen, sondern es müssen Menschen sein, die irgendwas mit Psychologie und mit Menschenverständnis zu tun haben. Also wir haben das Problem jedenfalls gelöst, wir haben das abgeschafft und haben uns eine sehr gute Alarmanlage angeschafft, die bis jetzt zuverlässig funktioniert hat. Also, vielleicht muss man manchmal in Bezug auf Sicherheit in Zukunft auch in Richtung auf Simplexität gehen und wir müssen unseren technologischen Horizont, unseren Radius, unser Universum einmal noch mit anderen Kriterien als nur denen des Technischen durchforsten. Und das hat sehr schön realisiert, dass als kleiner Abschluss ein Video, das tatsächlich ein neuer Werbefilm ist für IKEA, für den IKEA-Katalog. Und das ist einfach so komisch, dass ich es Ihnen unbedingt zeigen muss. You know, once in a while, something comes along. Kann man ein bisschen lauter? Changes the way we live. A device so simple and intuitive, using it feels almost familiar. Introducing the 2015 IKEA catalog. It's not a digital book or an e-book. It's a book. The first thing to note is no cables, not even a power cable.
The 2015 IKEA catalog comes fully charged and the battery life is eternal. The interface is 7.5 by 8 inches, but can expand to 15 by 8 inches. The navigation is based on tactile touch technology that you can actually feel. Content comes pre-installed via 328 high-definition pages of inspiring home furnishing ideas. To start browsing, simply touch and drag. Right to left to move forwards. Left to right to move backwards. Notice something else? That's right, no lag. Each crystal clear page loads instantaneously, no matter how fast you scroll. If you want to get a quick overview, just hold it in the palm of your hand and using just your thumb, speed browse the content. If you find something you want to save for later, you can simply bookmark it. And even if you close the application, you can easily find the bookmark again. Amazing. What about multiple users? For that, we've introduced a simple color coding system to avoid confusion. If you want to share a particularly inspiring item, you literally share it. Another special feature is password protection, which is voice activated. Excuse me, that's mine. At IKEA, we feel that technology, this life enhancing, should be in the hands of everyone. So the 2015 IKEA catalog is free. You can download one from your mailbox, the one you open with the key. If it's not there, try refresh the next day. Or you can upload yourself to the IKEA store and find one there. Experience the power of a bookbook. Ja, meine Damen und Herren, das ist Sicherheit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen lieben Dank für den Vortrag. Ich habe Ihnen da mal ein Glas Wasser mitgebracht. Dankeschön. Bitte gerne. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt so viel gehört, das uns alle betrifft und hat uns auch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, aber auch zum Nachdenken. Wenn Sie jetzt noch ein paar Fragen an den Herrn Horx haben, dann können Sie diese jetzt stellen. Ich werde mich bemühen, mit diesen Heels zu Ihnen durchzukommen. Ich habe aber noch ein zweites Mikrofon. Ich bin bewaffnet. Also wenn Sie jetzt Fragen stellen wollen, dann bitte jetzt. Jetzt ist er noch da. Es geht auch ohne Mikro, oder? Da hinten. Sie haben eine Frage. Moment. Schaffen Sie es ohne Mikro, oder? Ich laufe auch gerne zu Ihnen runter. Kurze Frage. Ah, da hinten ist auch schon eins. Na, wunderbar. Was, bitte. Sagen Ihre Daten zur Klimaerwärmung? Ist sie da, ist sie nicht da? Mhm. Wollen wir diese Diskussion jetzt wirklich eröffnen? Ja, also es gibt Klimaerwärmung. Der Mensch verändert den Planeten in Richtung aufs Wärmere hin. Das ist eine gigantische, auch technologische Herausforderung, die wir aber, glaube ich, lösen können und auch lösen werden. Warum ich das glaube, das ist jetzt zu lang, da gibt es einen eigenen Vortrag auch drüber. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass der Planet auch ohne uns schon immer auch sehr heftige und sogar manchmal auch sehr abrupte Klimawechsel hingelegt hat. Ja, also wenn Sie in die Klimageschichte hineingehen, hatten wir innerhalb von 10 Jahren manchmal Temperaturanstiege und auch Wasseranstiege oder Abfälle von gewaltigen Ausmaßen. Grönland heißt deshalb Grönland, weil dort die Wikinger Ackerbau und Viehzucht betrieben haben vor 1000 Jahren. Und es spielen mit Sicherheit beim Klima auch noch andere Faktoren eine Rolle als wir als Spezies, wo man sagen muss, jede Spezies auf diesem Planeten, auch das Gras, auch die Saurier, haben natürlich das Klima verändert in einer gewissen Form. Aber ich glaube, wir können jetzt auch mit vielen, vielen Technologien, die wir haben, die wir auch neu zusammensetzen können, können wir uns auch von diesem komischen Zeug da, also ich als Elektroautofahrer, ich fahre hier im Großraum Wien eigentlich nur, ich bin auch gerade mit einem Tesla-Taxi hierher gekommen, kann ich nur sehr empfehlen. Diese fossilen Flüssigkeiten finde ich ekelerregend. Ich weiß nicht, Sie alle bewegen sich wahrscheinlich noch damit so, aber es tut mir furchtbar leid für Sie. Aber wir brauchen es nicht. Ne? Also die Historie hat eben gezeigt, die Steinzeit ist ja auch nicht am Mangel an Steinen zu Ende gegangen. Nicht?
Und insofern wird auch das Öl wird nie ausgehen, sage ich mal so. Und das waren letztendlich die Fehlrechnungen in der alten Knappheitsökologie, dass wir gesagt haben, wir werden deshalb den Wandel schaffen, weil das Öl knapp wird. Aber das ist gar nicht wahr, sondern wir werden deshalb den Wandel schaffen, weil wir jetzt elegantere Technologien entwickeln, dass wir von diesem CO2-Ausstoß auch runterkommen. Das heißt trotzdem, dass es noch 2 Grad wärmer werden kann. Wie sagt meine Großmutter immer so schön, da müssen wir durch. Das ist so. Sie haben ja einen sehr positiven Vortrag hier gehalten, also Armut wird weniger, Leute werden älter etc. etc. Haben Sie eigentlich bei Ihren Zukunftsuntersuchungen auch irgendeinen negativen Trend entdeckt, wo es also doch nicht immer nur besser wird, sondern mal umgekehrt? Das macht die Presse dann. Ja, das ist auch nicht so meine Aufgabe. Das lesen Sie ja jeden Tag in der Zeitung. Mindestens die Hälfte davon ist gelogen, der Rest ist übertrieben. Meine Aufgabe ist ja hier heute Abend nicht einen positiven oder negativen Vortrag zu halten, sondern zu irritieren. Also auch Ihre Wahrnehmung ein bisschen zu irritieren, dass vielleicht die Welt in unserer Kognition auch ganz oft ganz anders erscheint, als sie ist, beziehungsweise dass es eben sehr, sehr schwer ist zu sagen, wie die Welt ist. Wir können natürlich jetzt den ganzen Abend über negative Trends noch reden, da lade ich Sie herzlich ein, da hinten an den Tischen, das wird sowieso stattfinden. Aber heute wollte ich mal auf was anderes hin. Ja? Ich wollte auf unsere Wahrnehmung von Sicherheit oder Nichtsicherheit und dieses erstaunliche Phänomen, dass wir in einer extrem sicheren Umwelt leben im Vergleich zu unseren Vorfahren und uns immer mehr fürchten. Und dass dieses Fürchten hat natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, hat natürlich auch problematische Konsequenzen. Das, was wirklich gefährlich ist, ist die Hysterie. Und die Angst, die zur Hysterie wird, und das erleben wir ja auch, viele Krisen in der Welt sind auch geprägt von quasi durchgaloppierenden Ängsten. Und ich glaube, dass es deshalb ganz wichtig ist, dass wir auch lernen, ja, unsere inneren Weltwahrnehmungen ein Stück weit zu überprüfen. Sonst können wir, glaube ich, die Zukunft nicht sehen. Aber also wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, über Negativität nachzudenken. Da ist kein Mangel dran. Dass es problematische Entwicklungen gibt, das ist ja kein Zweifel. Eine weitere Frage hier, bitte. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Sie haben das Thema Automobil, sind Sie, glaube ich, relativ schnell weitergegangen. Mich jetzt trotzdem sehr stark interessiert, das selbstfahrende Auto ist jetzt in den Medien, Apple, Google, was da alles kommt. Grundsätzlich selbstfahrende Mobile, ist das für Sie vorstellbar? Wird das kommen? We have something extra special for you guys, and you guys will be some of the first people. Schauen Sie mal an, wie das automatische Autofahren aussehen wird. Vielleicht ganz anders, als wir denken. Nämlich so. Oh, there it is. Oh, wow. Isn't that cute? Das ist das neue Google-Auto, Selbstfahrauto, was auch demnächst losfahren will. Möchten Sie das kaufen? Okay, Annie, here we go. Yeah. All right, Connie, let's go. There's no steering wheel in the way. It was a big decision for us to go and start building our purpose-built vehicles for this. And really, they're prototypes. Was man mit diesem schönen kleinen Film eben sehen kann, ist, dass die Diskussion über das selbstfahrende Auto, da müssen wir nochmal durch eine Schleife hindurch, wo wir uns damit beschäftigen, wie eigentlich historisch Autofahren entstanden ist und in welchen Kontexten wird das stattfinden. Das wird natürlich, weil es technisch machbar ist, stattfinden, aber es wird das Auto radikal verändern. Es wird unsere Fahrgewohnheiten verändern und es wird vor allen Dingen eine große Schicht von vor allen Dingen Männern, die mit dem Auto etwas ganz anderes verbinden als Mobilität. Ja, also wir glauben ja immer, dass Autofahren Mobilität ist. Ja. In Wirklichkeit ist es eben Macht, Status, Kontrolle, Cocooning. Also wir haben Tests gemacht mit deutschen Autofahrern, wo wir ihnen Autos in die Hand gegeben haben und sie haben wählen lassen zwischen dem Weg in den Stau und dem Weg nach Hause. Und wenn das Auto teurer war als 50.000 Euro und jünger als ein Jahr, sind die immer in den Stau gefahren. Und das hat uns sehr zu denken gegeben. Ja. Und also mit anderen Worten, das automatische Autofahren kommt jetzt und es wird gleichzeitig die Autoindustrie und die Art und Weise, wie wir uns bewegen, in die Luft sprengen. Es wird unglaubliche Konsequenzen haben in unserer Wahrnehmung. Das fängt ja jetzt auch schon an, die langsame Loslösung vom Auto als Besitz. Aber das ist eine richtige Disruption
Und es ist nicht damit getan, dass man, wie die meisten deutschen Autofirmen ja es eben immer noch machen, dass man einfach einen Selbstfahrroboter in ein Auto einbaut und dann den ganzen Tag, stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen in so einem Auto von hier nach München, ja, und gucken immer auf dieses Steuerrad. Ja. Gut, Sie können dann Musik hören, aber Sie können jederzeit natürlich wachgerufen werden, wenn das Auto sagt, Achtung, komplexe Situation, bitte übernehmen Sie. Ja. Das ist, ja, und dann geht es eben nur, dann müssten alle Autos intelligent werden. Und das heißt, was wird dann mit unseren Straßen? Wie sehen, es ist ein tolles Thema, aber wie gesagt, es wäre ein eigener Vortrag. Aber wir arbeiten an dieser Problematik ganz massiv. Und es ist sehr lustig, weil es natürlich für ganz viel auch Verwirrung und auch der Irritation eben positive Störungen innerhalb der Autounternehmen so sorgt. Danke, nächste Frage. Ist selbstfahrendes Auto eigentlich der richtige Begriff oder ist es die Ablöse der Straßenbahn in einem Kleinfahrzeug genau genommen? Man könnte sagen, es ist ein Straßenbahnmodul. Es ist ein Straßenbahnmodul und wird halt irgendwo ferngesteuert von einem Fahrer. Im Prinzip in Dänemark fährt ja schon die U-Bahn ohne Fahrer, also als Kleinwagen. Zweite Frage, wann werden die Elektroautos aus Ihrer Sicht intelligent sein, dass wir ein Tauschbatteriesystem haben, ein funktionierendes und nicht über Ladezeiten diskutieren? Also meine Erfahrung jetzt, das sind ja viele Gerüchte, die mit Elektromobilität verbunden sind. Ich bin da von Anfang an dabei und wir haben überhaupt weder Reichweitenprobleme noch sonst was, weil wir aber eine andere Automechanik haben. Also wir fahren langfristig immer mit dem Zug oder wir fliegen in den langen Strecken und 150 Kilometer Reichweite im Wiener Raum reicht locker. Es gibt genügend Aufladestationen. Und die Teslas werden über den Supercharger sind sowieso, die haben ja auch 500-600 Kilometer Reichweite. Bosch bringt jetzt eine neue Batterie im nächsten Jahr raus, die also bei den normalen Autos nochmal verdoppeln wird. Das ist alles ein Argument, was, ja, das ist so ein bisschen die Bequemlichkeit auch, ja. Also, als ob Autos nicht auch liegen bleiben würden, wenn sie mit Benzin getankt sind. Zum Beispiel, Elektroautos sind viel wartungsfreier. Also, die haben ja eine viel einfachere Mechanik. Und das sind auch Vorteile, die es dann deutlich wieder aufwiegen. Also ich bin da ganz froh und munter. Das Problem ist, dass solche Gewohnheiten, wenn Menschen einmal solche Gewohnheiten angegangen sind, ich habe es am Anfang eben erlebt, dass wenn meine Söhne sich ins Elektroauto gesetzt haben, waren die immer total beunruhigt, weil es vibriert nicht. Ja? Ein Auto muss vibrieren für einen Mann offensichtlich. Ich weiß nicht warum, aber... Und dann aber die Töchter meiner Freunde, die sitzen jetzt schon im Auto und sagen, also im Verbrennungsauto und sagen, warum macht das so einen Krach? Also das sind natürlich Gewohnheiten, die tief drin sind. Und wenn Sie einmal erlebt haben in Stockholm oder auch in Oslo, was es heißt, wenn Sie einen hohen Elektromobilanteil schon haben, dann werden die Städte ruhiger, die Leute fahren anders. Das ist ja ein ganz anderes Fahren. Sie fahren ja immer in der Rekuperation. Das ist diese Brutalität beim Verbrennungsmotor ist ja, sie müssen das Ding ja erstmal diese Masse beschleunigen und dann müssen sie wieder abbremsen. Ja? Also lauter so komische Sachen. Als Elektromobilfahrer hat man ja ein ganz anderes Fahrgefühl. Und das ist jetzt auch gut für die Städte. Auch nicht nur für die Luft, sondern auch für die Geschwindigkeiten. Und das hat einfach so viele Vorteile. Die Energieeffizienz ist 4-mal so hoch wie beim Verbrennungsmotor. Doch, das stimmt. Ja. Ja, ja, rechnen wir die Petrolindustrie mit dazu, rechnen wir die ganzen Tanker auf dem Wege mit dazu, rechnen wir die Bohrstellen mit dazu. Ja, also ich habe mich damit genauso gut beschäftigt wie Sie. Wir können darüber einen. Ja, genau. Sie wissen es besser. Genau. Haben wir noch eine Frage im Publikum da hinten, bitte? Sie haben gerade Big Data gleich etwas verschärft auf Long Data. Entschuldigung. Das Mikro ein bisschen näher. Sie haben Big Data ein bisschen verschärft auf Long Data und das ist total positiv konnotiert. Kurz vor Ihnen ist der E-Day zu Ende gegangen und da war die Schlussdiskussion auch über Big Data und es war sehr differenziert, die Diskussion. Das heißt, es war im Endeffekt eigentlich ein sehr schlechtes Gefühl dann auf dem Podium. Big Data ist aber ein Thema, das eigentlich uns alle betrifft, auch wenn die Autos eigentlich alle gechippt werden, damit sie getrackt werden können in Zukunft. Wie wird sich das Gefühl jetzt in der Bevölkerung weiterentwickeln? Weil in Österreich zum Beispiel ist man sehr skeptisch, in UK zum Beispiel vollkommen offen. Das hat eine Auswirkung auf die Wirtschaft genauso. Wie wird sich das weiterentwickeln?
Ja, das ist eine natürlich auf der einen Seite mal eine technische Herausforderung. Also wir sind in einem Wettlauf mit dem quasi zwischen Hackertum oder der Offenheit von Daten und der Sicherheit von Daten. Das erleben wir ja jeden Tag mit Phishing-Mails, mit Betrug im Internet, mit all diesen Sachen. Das ist die eine Seite der Debatte. Und auf der anderen Seite der Debatte ist es immer, dass ich schon glaube, dass wir an vielen Punkten auch proprietäre Systeme brauchen. Also geschlossene Systeme, die nicht offen in alle Richtungen sind. Ich habe das mit meinem Haussteuersystem ja angesprochen. Ich will nicht ein System haben. Ich will weder, dass mein Kühlschrank mit dem Bügeleisen kommuniziert, Stichwort Internet of Things, noch solche Dinge. Dieses System ist nicht hackbar, weil es quasi ein eigenes System ist. Und wir müssen solche Redundanzen, auch solche internen Redundanzen in so etwas einbauen. Hier geht es ja um was anderes. Bei dieser Big Data Betrachtung geht es ja quasi um die Prognostik, also um die Frage, wie können wir neue Ressourcen zur Erkenntnis erzeugen. Das ist nochmal ein anderer Ansatzpunkt. Ne? Das ist halt, mit Big Data können Sie Unsinn machen oder Sie, also können natürlich Patienten unterdrücken im Gesundheitswesen, indem Sie ihnen höhere Raten, Versicherungsraten angedeihen lassen, oder Sie können damit das Gesundheitssystem verbessern. Das ist letztendlich immer eine Entscheidung, die auch sowohl in den ethischen wie auch in den technischen Systemen entschieden wird. Und daran müssen wir weiterarbeiten. Also ich glaube, dass auch ganz viel durch Scheitern entstehen wird. Also ganz viele Menschen gehen auch wieder raus aus solchen Systemen, wenn sie sich als unsicher erweisen, wenn sie sich als missbrauchbar erweisen. Wir werden noch einige digitale Krisen vor uns haben. Ich glaube, wir sind gerade auch mittendrin schon. Also es gibt auch viele Menschen, die dem so misstrauen, dass sie auch vieles nicht mehr preisgeben wollen oder dann die Geräte abschalten oder sowas. Passt für Sie? Okay. Noch eine Frage aus dem Publikum. Bitte, da vorne, dritte Reihe. Schaffen Sie es ohne? Ja. Gut, bitte. Na bitte. Ich wollte fragen, ob Sie der Meinung sind, wenn die Gesellschaft immer mehr von Robotern unterstützt wird, ob dann die Arbeitslosigkeit auch noch mehr steigen wird? Also das fürchtet man ungefähr seit 2000 Jahren und es war nie richtig. Weil wir haben das ja immer erlebt, auch in den Debatten der 60er Jahre gab es ja schon Automatisierung, Fließband, dann kam das sehr viel effektivere Fließband. Und es ist immer so, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt, dass sich dann um diese automatisierten Funktionen dann Dienstleistungen entwickelt in großer Zahl, ob das der TÜV ist, der dann die Roboter überprüfen muss, ob sie sich auch anständig benehmen. Oder ob es eben Servicefunktionen im weiteren Sinn sind, die menschlichen Bedürfnisse sind nicht begrenzt. Ja? Wir haben gleichzeitig dann, also ich sag mal so, wenn wir Funktionsträger in einem technischen Bereich einsparen, entstehen gleichzeitig 20.000 Yogalehrer in Wien oder so. Ja? Also wir haben immer wieder Ausgleiche, wir haben heute eine Entwicklung hin zu immer mehr Erwerbsarbeit, aber diese Erwerbsarbeit ist natürlich nicht immer im traditionellen, lohnorientierten Großorganisationsformen existent, sondern sie ist natürlich sehr viel fraktaler, manchmal auch prekärer, aber wenn Sie sich heute große Städte anschauen, merken Sie, dass da unentwegt neue Tätigkeiten entstehen, das sind noch nicht mal Arbeitsplätze. Ja, und das wird auch so weitergehen, ich würde sogar sagen, dass die Erfahrung eher so ist, dass Automatisierungsfunktionen sogar dann wieder Kräfte freisetzen, dass Menschen kreativere Dinge machen oder was weiß ich, sich eben gegenseitig massieren oder all diese. Es gibt ja diesen berühmten Satz, man kann in einer Gesellschaft nicht leben, wo sich alle gegenseitig die Haare schneiden, das kennen Sie ja auch, ja. Aber es muss ja nicht nur ums Haare schneiden gehen, das wäre angesichts der Trends im Haarwesen auch natürlich nicht lukrativ. Das heißt, der Mensch sucht sich seinen Platz. Ja, Haare werden auch überschätzt, finde ich. Naja. In der ersten Reihe gab es noch eine Frage. Sie haben vor einigen Jahren verkündet, wir werden uns zur Dienstleistungsgesellschaft entwickeln. Was passiert ist, dass wir unsere Bankgeschäfte mittlerweile selbst im Internet machen. Wir füllen das Benzin selbst in die Autos ein. Wir sollen demnächst auch die Waren bei der Kasse über den Scanner selber drüber ziehen. Wie hat sich da was verändert oder haben Sie da falsch prognostiziert? Nein, die Grundthese ist natürlich schon, dass die Produktivität noch steigen kann. Die steigt nicht oft, noch nicht genug, auch in den industriellen Gebieten. Aber
Es ist schon so, dass wir eine dingliche Saturierung haben, ja, an vielen Märkten. Und Sie können heute natürlich Fernseher oder was weiß ich, immer viel, viel schneller, die werden auch immer billiger. Und mehr als ein Fernseher geht nicht. Es gibt mehrere Bildschirme heute in vielen. Also wir zum Beispiel haben überhaupt keinen Fernseher mehr, aber wir können das Fernsehen auf dem iPad sehen. Also ich würde nach wie vor sagen, dass die Tendenz zur Dienstleistung nach wie vor existiert und dass viele industrielle oder Fertigungsprozesse sich auch verdienstleisten. Eben durch den hohen Automatisierungskern in der Mitte wird immer mehr. Also ich erlebe ganz viele Industriebetriebe auch, die sich auch schon als Dienstleister mehr begreifen. Ja? In der Logistik, in der Systemapparatur, in all diesen Dingen. Ich glaube, diese These ist schon richtig. Die Frage ist, wie groß ist das Spektrum von Dienstleistung? Und ich glaube zum Beispiel auch, dass wir bestimmte Produktionen wieder zurückholen werden. Also es gibt in Deutschland wieder Textilindustrie, in anderen Bereichen. Das wird schon auch passieren. Handwerkliche Tätigkeiten, wo man Unikate produziert, kommen auch zurück. Aber dieser generelle Trend geht in die Dienstleistung und dann aber wahrscheinlich eher auch in den Quartärensektor. Also Wissensgenerierung, kreativer Sektor, das, was in den großen Städten heute eine massive ökonomische Rolle auch spielt. Also Creative Class als Beispiel. Aber für den Konsumenten wird ja immer mehr Arbeit abgeladen in dem Bereich. Das kommt drauf an. Also ich tanke nicht. Ich bestelle öfters im Internet auch. Dann kommen Dienstleister, die mir was bringen. Also ich glaube, dass auf Dauer, wenn sie nur noch Sklave ihrer eigenen Arbeitsmaschine sind, werden die Leute rebellieren. Ich glaube, dass es eher auch wieder einen Gegentrend gibt, sowas wie ein Agentensystem, dass wir uns Menschen quasi beschäftigen, also natürlich teilbeschäftigen, die Kompetenzen haben und die dann für uns Komplexitäten lösen. Also ich habe zum Beispiel nach wie vor ein Reisebüro-Menschen, der super sich auskennt bei all diesen Dingen und natürlich kann ich selber nach billigsten Flug im Internet gucken. Aber wenn ich dem ein Mail schicke und sage, mach du das mal, macht er das viel, viel schneller. Er verdient daran. Ich habe eine Aufmerksamkeitsentlastung. Und diese Tendenz gibt es auch ganz massiv, glaube ich. Also ich glaube auch, dass es hingeht bis zu Schönheitsberatern und all diesen urbanen Dienstleistungen, die wir auch kennen, Foodberatern. Also das ist ja auch ein expandierendes Feld. Das ist die eine Tendenz, dürfen Sie nie verabsolutieren. Es gibt da immer einen Gegentrend, da bin ich mir sicher. Weitere Fragen noch da hinten einmal? Danke. Ich hätte die Frage, inwieweit Sie studiert haben, dass politische Interruptionen langfristige soziologische Trends beeinflussen und umgekehrt. Ja, jetzt kommen wir aber richtig in die richtigen Themen. Ne? So. Weltgeheimnis habe ich noch nicht gehört als Frage. Vor allem kurz und das knapp. In Österreich über politische Disruptionen zu sprechen, ist natürlich eine große Kunst. Aber das bestätigt natürlich meine These, dass in der größten Kontinuität immer. Aber Sie meinen natürlich was anderes. Tun Sie mir uns eingefallen, lassen Sie uns diese Büchse der Pandora jetzt nicht aufmachen. Also Politik ist immer gefährlich, aber sie war es immer schon. Und das wird sich auch nicht ändern. Aber Sie sehen zum Beispiel, meine These ist zum Beispiel, ich weiß, dass auch das ist nicht ausdrückbar. Die meisten meiner Thesen sind ja gar nicht aussprechbar, ohne dass die Leute alle sagen, der ist verrückt geworden. Ich glaube zum Beispiel, dass Europa sich in diesen Krisen, in denen es jetzt ist, überhaupt erst erfindet. Ja? Nämlich genau mit dieser Erfahrung, dass eben erst die Herausforderung, der Stress, die Störung oft ein System konnektiviert. Und dass, egal ob Griechenland aussteigt oder nicht, und letztendlich auch die Auseinandersetzung mit Russland wird dazu führen, dass wir sehr viel besser wissen, was wir an Europa haben. Ja? Und insofern gibt es eben auch da, gibt es natürlich Trends in der Irritation von Politik, aber es gibt eben auch das andere. Es gibt auch dieses sich zurechtschütteln, dieses blinde Element in der Politik, die dann manchmal vernünftiger ist, als man es glaubt. Ja? Wir diskutieren eben über Politik immer ideologisch, besonders in Deutschland und Österreich. Und nicht pragmatisch, aber ich glaube, wenn wir mal über solche Dinge wie die Funktionsfähigkeit eines Verwaltungsstaates und die Notwendigkeit Europas zum Beispiel für technische Normen und technische Verbesserungen sprechen würden, das fände ich schon ganz interessant. Ja, das ist aber ein Riesenthema, da kann man auch sich wunderbar in die Nesseln setzen, aber ich finde zum Beispiel an dem Feld hat Europa einen absoluten
für mich einen positiven Sinn. Ich weiß, dass die öffentliche Meinung immer ist, dass die sollen uns nicht reinreden, wir wollen Staubsauger so benutzen, wie wir sie können. Ja. Aber auf der anderen Seite brauchen wir alle auf einem Kontinent auch technische Normen, die unter Umständen Sinn machen, gerade im Ökologischen, sonst macht das ja keinen Sinn mit der Ökologie. Und da gibt es eine ganz andere Ebene von Betrachtungsweise von Politik, die ich eben auch, auf die ich auch hinweisen möchte. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Plenum? Gibt es einen gescheiten Wein? Das ist doch die Frage. Ich hätte nämlich noch eine Frage. Als Journalist, wie schätzen Sie die Zukunft der Medien ein? Oh je. Ja, noch so eine Bitte. Das machen wir nachher beim Wein, oder? Da ist schon jemand durstig. Sie sind im Fernsehen, oder? Ich bin überall. Mhm. Ja, also ich kann nur sagen, komplex ist die Entwicklung der Medien. Aber da ließe sich viel, viel drüber sagen, aber das machen wir wirklich an einem anderen Event, weil da kann man diese Rekursionsgeschichten natürlich auch sehr schön sehen, wie das Internet wiederum die anderen Medien verändert, aber nicht abschafft. Das ist super spannend, aber da möchte ich mich jetzt nicht mehr hinaustrauen auf dieses Feld. Auch nicht über die Zeitungen, ob die noch leben werden. Ja, was ist eine Zeitung? Muss eine Zeitung auf Zellulose sein? Meinen Sie das? Genau. Ja, auch das. Also es wird immer Dinge geben, also die gedruckt sind, genauso wie es auch immer Autos geben wird, die man steuert. Vielleicht wird es diese Autos nur auf Rennkursen geben dann, ja, und die Zeitung gibt es dann vielleicht nur hier im Kaffeehaus, aber das Kaffeehaus jedenfalls, das Wiener Kaffeehaus, wird noch 1500 Jahre bestehen. Vielen lieben Dank. Vielleicht auch auf den Monden des Aldebaran, das kann natürlich auch sein, aber... Wenn wir dann mal am Mond leben. So, für das Schlusswort darf ich jetzt noch den Finanzvorstand des TÜV Austria, Herrn Magister Wenning, auf die Bühne bitten. Der sitzt schon in der ersten Reihe und er nimmt die Treppe. Endlich einer, der die Treppe nutzt. Bitte. Dankeschön. Ich möchte mich vorerst einmal beim Herrn Matthias Horx herzlich dafür bedanken, dass Sie uns sehr viel Spannendes, Kontroversielles, auch Überraschendes, manches Irritierendes und sehr multimedial, auch sehr gut aufbereitetes präsentiert haben. Und habe da auch eine kleine Erinnerung an Sie, deswegen tut es mir jetzt leid, dass Sie schon die Bühne schon verlassen haben. Und zwar deshalb, weil wir meinen, dass da auch sehr viel Weises dabei war, haben wir für Sie ein kleines symbolisches Geschenk, wollen wir Ihnen überreichen. Und zwar das Symbol für die Weisheit oder eines davon ist eine kleine, ist die Eule und deshalb eine kleine Eule für Sie als Erinnerung an diesen Abend. Vielen Dank. Super. Sehr schön. Mein jüngerer Sohn, der ist 17, der ist Zeichner und der zeichnet fast nur Eulen und ist auch Eulensammler. Ja, Eulen sind auch voll im Trend. Aber so eine schöne haben wir noch nicht. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Können wir gerne tauschen? Ja, also als Mitarbeiter des TÜV Austria bin ich ja eher vom Megatrend Sicherheit überzeugt als vom Ehe-TÜV, aber das ist vermutlich auch nicht überraschend als technische Sachverständigenorganisation. Möchte mich auch bei der Frau Kräuter bedanken für die charmante Moderation durch diesen Abend. Vielen Dank. Und wie wir schon anfangs eingeblendet haben, damit Sie noch einiges zum Nachdenken und vielleicht auch Vorausfreuen haben, ab morgen wird der Vortrag auf unserer Homepage wieder nachzusehen sein. Das heißt, für Sie zum Übernacht vielleicht noch die eine oder andere Anregung auffrischen wollen, dann haben Sie morgen auf unserer Homepage die Möglichkeit, das noch einmal nachzusehen und nachzuhören. Noch einmal vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die interessante Diskussion. Hat uns gezeigt, dass es wirklich ein sehr spannendes Thema war. Danke auch an den Herrn Horx. Und jetzt wünsche ich Ihnen und uns allen noch einen guten Ausklang beim schon angesprochenen Wein und auch ein paar Kleinigkeiten zum Essen. Dankeschön. Applaus